Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier vom Arsch. Wir werden jetzt weitermachen hier. Betonen, ne? Ich hab den Ton gehört, aber ich nicht. Ja, und dann düngen, ne? Düngen, düngen, düngen. Und die Ernte. Die Ernte ist ganz wichtig. Die läuft, ne? Also, Lexikon ist voll. Wollen wir gleich mal gucken. Da hat einer der Abfahrer sich verirrt, glaube ich. Dünger drin oder wenig? Reicht. Vielleicht 19 düngen. 19 ist ja die Devise. Wir werden auch die Wiesen hier so lassen. Das hat zwei Gründe. Erstens sparen wir ein bisschen Zeit ein. Und ja, das ist der Hauptgrund, ne? Obwohl wiederum, werde ich ein bisschen da den Jack gerissen, weil wenn ich ein Feld habe mit der Fruchtfolge, Einhaltung, dann bietet sich Gras ganz gut an. So. Der nächste sind drei Düngen jetzt, ne? Das reicht aus. So, das läuft auch. Und das läuft nicht, wo ist er? Feld 2. Zwei stehen. Du bist jetzt auf Feld Nummer. Abfahrer 2. Ja. 3. Normalerweise musst du hier anders hinfahren. Mit denen fahren wir jetzt auf Feld 3, wohin gehört. Der das sieht ja nicht, ne? Der hat sich verirrt, Dreier. Warum weiß ich auch nicht. Im Ton 8 muss ich mal gucken, dass ich nicht leise bin. Ich weiß nicht warum. Ich habe wahrscheinlich das Mikrofon zu weit weg gehabt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, aber in der Türen ging es einigermaßen. Da ist es okay. Bin ich da nicht so leise. Maschinen vielleicht ein bisschen zu laut, so dicht dran gewesen. Ist immer so blöd. Aber warum es hier so extrem war, obwohl Mikrofon ja eine Aufnahme auch zu sehen ist. Also, es sind ja 5 Folgen am Stück zu leise. Ja, das weiß dann, das ist ungünstig, ne? Das ist der Gerste, ne? Dann müssen wir jetzt mal leeren. Ich doch erst Weizen machen soll, komplett. Denn sonst wäre es mir egal gewesen. Ne? Ja. Ist halt so, ne? Aber gut, dass Türen geklappt hat, ne? Wo Thüringen habe ich ja prinzipiell die Einstellung lassen, wie jetzt bei dem Livestream. Und da ist es ja ein bisschen besser, da kann man ja immer Rücksprache halten und dann mit einem schon gesagt, wenn du leise bist. Was ist hier los? Stau? Ja, das ist ungünstig, dass die Fahrzeuge alle über den Ablandepunkt fahren. Ne? Da muss ich mir irgendwann mal Gedanken machen. Diese fährt er nicht weiter. Das geht ja nicht. Hier vorne Punkt. Muss ich beobachten, ob alles klappt. Und da fährt er durch. Ungünstig, wenn er nicht so, wenn er so läuft. Muss da anders gestalten, wenn er so. So, ab zu Feld 3, Junge, nicht auf Feld 2.
Der will auch nicht. Feld 3. Der erste 15, glaube ich. Der da oben ist normalerweise der richtige, der für Feld 2. Extra Feld 3 genommen, 2, damit die da entsprechend, weil es ein bisschen größer ist, ne, ein bisschen weiter weg. Und gut, das macht sie vielleicht nicht bemerkbar. Aber weiß ja nie, ne? Gut, dann geht doch immer leer, günstig in dem Augenblick. Da muss ja alles nebenbei laufen, also alle Felder mehr oder weniger. 152, also 3 Ladungen. Ungefähr so. Ja. Damit das vorwärts geht, ne? Wir können ja nicht hier jedes Feld extra einzeln machen mit den großen Dresche. Die fahren sich ja um. Wieso stehst du hier? Gute Frage, ne? Ich komme nicht raus, das ist blöd. Ich muss ihn rausfahren lassen. Weil ich, wenn ich rausfahre, dann ist es ein Problem. Ja, ich sag bei den kleinen Feldern gibt es viele Probleme, aber das Problem ist aber eher, dass in der Beziehung das so ist. Dass rechts ein Graben ist, dass der gleiche jetzt in dem Bereich ist, außerhalb der blauen Linie, wo er nicht hinkommt, wo er nicht sieht, dass er da ist. Ne? Da ist mein großen Feld ein bisschen einfacher. Anführungszeichen, ne? Von der Wartung und Pflege ganz klar zu schweigen, ne? So, ich hoffe, dass der Ton passt. Dass er Maschinen ist, habe ich jetzt aufs Grün gestellt, ne? Also tiefer gemacht. Und dadurch werde ich etwas lauter als die Maschinen. So, Düngen muss nebenbei laufen, ne? Das ist ja klar, ne? Ja, das klappt jetzt. Wer weiß, wie lange. Geht gut. Ja, das meine ich so, gerade Aufstrecke muss im Prinzip anderweitig stehen, ne? Ist nicht verbunden. Ist das Absicht? Holger, warum hast du das so gemacht? Belan Gereste. Alle? Könnte sein. Und dann ist das so, ne? Dann machen wir aus. Der düngt noch fleißig. Der ist nur auf. Oh, wo ist ein spezieller Kurs hier? 25. Soll er ja düngen. Los, Generierung. Nee, das ist Quatsch. Junge. Junge, er ist doch schon gedüngt, er ist ja hier 24. Da habe ich ihn extra diese Kurve fahren lassen, ne? Ist egal. Ne? So kann ich wissen. Habe ich das so gefahren? Ich glaube nicht. Dann fahren wir auf Feld Nummer 24, ne? Das machen wir gleich selbst. Wir haben noch Milch im globalen Markt drin gehabt. Okay, dann ist das gut so.
dass wir auch so rückwärts fahren. Umschalt. So, das ist neu. War eine wirre Kreuzung. Ich habe wieder nicht berechnen können. Ich drücke jetzt mal Feld Nummer 24. Wollte eigentlich nicht so eine Art noch spielen, ne? Also, nichts so ungut, aber wenn der Ton nicht passt, dann bin ich unzufrieden. Also, ich wollte sagen, wo ist denn die Season? Habe ich jetzt keine Season mehr? Was sah ich eben so aus, ne? Doch, Sommer, früher Sommer ist Season. Ich hab schon Schreck. Er hat ja auch so eine Wendung gemacht. Vielleicht Absicht. Oh, hier ist das. So. Kurskalorie 24. Peter muss auch noch da drücken auf 23 und 36. Bin ich genug da? Ja, reicht. Wieso ist das nicht verbunden? Holger, wieso ist das nicht verbunden? Nichts zu ungut, ne? Ich verbinde das mal, ne? Gut gearbeitet. Wegfahrer. Da sollen wir Stroh sammeln. Der macht noch eine Gärreste. Du, was bist du? Ach, hier Düngerverkauf. Kann auch nicht machen. Wir haben ja genug, das ist ein bisschen Geld verdienen, ne? Der Arbeit auch. Da steht voll. Wo ist Abfahrer? Oben links. Das war auf Feld Nummer 2. Oder? Weizen muss 2 sein. Ja, er ist hinterm blauen Bereich. Das könnte ein Problem sein. Also muss nicht, aber könnte. Na, auf Hub warten. Er macht aus. Dann machen wir das halt, ne? Dieser kleine Felder ist ein bisschen schwieriger. Ja, den Rechner wollte ich mal auspusten. Staub, der ist hier ein bisschen heiß. Prozessor 70 Grad. Aber es kann daran liegen, dass ich entsprechend auf 4K auch darstelle auf dem anderen Monitor. Wo das normalerweise ein Grafikkarteproblem wäre, aber nicht. Aber es kann sein, dass eine Berechnung von 4K auf 2K. Das könnte sein. Muss ich mal schauen. Hauptsache der Ton passt. Also damit man nicht stören, ne? Mit 70 Grad ist keine Temperatur. Ich habe immer so gesehen, dass der neue Pentium-Prozessor bis 100 Grad heiß werden kann. Schon heftig. Der hat aber noch eine Luftkühlung, ne, der alte Rechner, für die Aufnahme. Ja, sind wir da. Wenn sie angestellt nicht packen, müssen wir alleine tun, ne? Ist ja halt so, ne? So, da sind wir. Ich fahre jetzt nicht los, ich bin jetzt in einer Richtung. Zum Glück habe ich morgen Spätschicht. Und wäre das kriminell geworden. Ja, kriminell. Hätten 2 Fahrten genügt. Und dann hochladen noch fix. Hochladen dauert nicht lange. Thumbnail, ja, 5 Minuten oder 10. Je nachdem.
So. Denkt daran, das ist ein Kram. Ich sag gar nicht, wieso wir da unten durch den Kram fahren. Eben alles rum, ne? Weil er findet da einen Weg. So kann er fahren, ja? Das passt. Das funktioniert. Hier muss ich umändern, warten. Hinterm Start, wo war das gewesen? Da steht sie nämlich da und kann alleine sprechen. Fahren, ne? Wo wollte er gerade hin? Ich ahne Schlimmes. Ist er hier echt leer? Könnte sein, ne? Oder ist hier... neulich ist weit weg. Kann sein. Nichts da, ne? Nichts da. Ist auch nicht fertig? Mann Gott, nee. Das ist jetzt... muss mal kurz... anmachen, dann sehe ich das ungefähr. Er ist fast fertig. Können wir gleich auf dem nächsten Feld fahren. Und zwar auf 5. Dann ist irgendwie auch fertig. Und dann können wir nachher. Das ist fertig. Auf zum Feld Nummer 5. Und dann können wir noch später kalken, ne? Also das kommt auch noch zu. Aber erst ein bisschen vor der Fahrt. Nur keine Panik. Ich hatte ja vor auf Feld Nummer 15. Zwei und drei, da wollte ich Raps anbauen. Da muss die Aussaat nämlich erfolgen Ende Sommer oder Anfang Herbst. Später ist es dann zu spät. Aber wir haben ja jetzt erstmal 3 Uhr. Früher Sommer, das sind noch ja, Runde. 3 Tage ingeben, dann beginnt der späte Sommer und dann können wir noch 2 Tage im Herbst. Also wir haben noch Zeit dafür. Erstmal, sobald die Felder leer sind, kommt der Stroh runter, fahren wir ins Strohlager rein und wenn das leer ist, dann können wir dann anfangen mit Kalken, einmal düngen gleich, ne, also abschließen gleich und dann die Aussaat machen mit Raps und zwar dann wirklich zum Zeitpunkt, wenn es sein muss, ne? Hier haben wir noch Stumpen, das muss auch noch gemacht werden irgendwann. Aber bestimmt nicht jetzt, wo wir jetzt extrem viel Arbeit haben, ne? Schon wieder hier nicht brechen können, aber gut, das ist bei den kleinen Fällen ein bisschen umständlich, ne? Also ungünstig, ne? Können wir den Atem kurz löschen. Den müssen wir nicht lassen, ne? Den brauchen wir nicht mehr. Düngen ist erledigt. Unser Feld hier. 4 ist fertig. Oh, ich sehe gerade Überlänge. Das ist nicht gut. So, liebe Schauer, das soll es ja auch für heute gewesen sein. Sag mal schön, danke fürs Reinschauen. Ich sage mal tschüss. Und winke, winke. Die nächsten Folgen nehme ich dann morgen auf. Morgen Abend. Morgen Nacht nach der Arbeit. Ne, gegen, ja, Stunde ungefähr. 1,5 vielleicht in Vorbereitung.
Dann sag ich mal tschüss, ciao, ciao. Noch schönen Dank fürs Reinschauen und fürs Liken und Abonnieren. Große Hilfe, sag ich nur. Es kann, es muss sein, ne? Aber wäre schön, wenn es passiert. Allein fürs Algorithmus für YouTube, ne? Dann nochmal schönen Tag und ja, bis dann und tschüss.